Herzlich willkommen zurück. So, hier sollte irgendwo das Ziel sein, ja. Unspektakulär für ein finsteres Versteck. Ich werte das mal als gutes Zeichen. Ja, die Käse von Himmelsrand, Riften, Falkenring. Könnt ihr euch gerne durchlesen. Hat jetzt mit der Geschichte aber, denke ich mal, eher weniger zu tun. Wir glauben, unser Attentäter ist in diese alte Mine geflohen? Man kann ihn dort genauso gut begraben wie überall sonst. Hat Fenorian euch über unsere Funde informiert? Die schlaue Frau hat uns geholfen, den Mörder der Königin zu seinem Versteck in den Eishauchtiefen zu verfolgen. Er kam davon, ließ allerdings Beweise dafür zurück, dass der Zirkel einen weiteren Gramsturm in dieser Mine entfesseln will. Diese Pläne durchkreuzen wir. Habe ich etwas vergessen? Da der Attentäter entkommen ist, erwarten sie uns wahrscheinlich. Gut, das Risiko, dass sie fliehen, ist weitaus kleiner, wenn sie meinen, sie wären im Vorteil. Ich bin es leid, diese Ratten durch die Schotten zu jagen. Seid ihr bereit, dem ein Ende zu machen? Los geht's! Ich hoffe, diese Tunnel sind für große Leute geeignet. Ja, das haben Tunnel leider nicht so an sich. Aber wir kommen von hier aus in die Schwarzweite. Dann würde ich mal behaupten, dass sie auf jeden Fall genug Platz hat. Ein Gerüst. Folgen wir ihm nach unten. Vorsicht, echt, Gerüst? Dieses Bauwerk scheint nicht ganz stabil zu sein. Entspannt euch, es braucht mehr als ein wackeliges Gerüst, um Lyris Titanenkind niederzustrecken. Eigentlich machte ich mir mehr Sorgen um mein eigenes Wohlergehen. Aber wenn ihr darauf besteht... Das sollte sich als nützlich erweisen. Das eigene Wohl. Ich glaube, da vorne ist eine Höhle. Schon wieder Schwarzweite? Wie unter Ostmarsch. Erstreckt es sich unter ganz Himmelsrand? Schwarzweite? Also sind die Legenden wahr? Aber ja. Warum gibt es hier unten eine Siedlung? Sind sie? Ich muss mal eben das Ding hier wegklappen, weil sonst sehe ich ja gar nichts mehr. Zu meinen Forschungen über Himmelsrand gehörten natürlich auch die Legenden über Schwarzweite. Doch ich hätte nie gedacht, dass ich es einmal mit eigenen Augen sehe. Es ist riesig. Dieser Brief, den ihr im Versteck des Attentäters gefunden habt, darin wurde ein Bergbaukonsortium in der Finsternis erwähnt. Könnte es dieser Ort sein? Der Brief deutet an, dass der Zirkel die Minenarbeiter für unterschiedliche Zwecke nutzen will. Genau. Wenn der Attentäter Teil eines Vampirclans ist, der mit dem Zirkel zusammenarbeitet, könnte ich mir kein besseres Versteck als dieses Land der immerwährenden Nacht vorstellen. Ich würde denken, dass die meisten Minenarbeiter keine Ahnung haben, in was sie hier hineingeraten sind. Sollten wir die Minensiedlungen untersuchen? Ihr und Lyris solltet das tun. Das ist unsere beste Spur, um den Attentäter zu finden. Doch wenn die Minenarbeiter auch nur die geringste Ahnung vom Treiben der Vampire hier unten haben, wird meine Anwesenheit für Verwirrung sorgen. Ich bin mir sicher, dass ich mich nützlich machen kann, während ihr die Siedlung untersucht. Schwebt euch da etwas Konkretes vor? Ich bleibe außer Sichtweite und überprüfe die umliegende Gegend, während ihr und Lyris die Stadt untersucht. Trefft mich am anderen Ende der Stadt, wenn ihr fertig seid. Dann tauschen wir aus, was wir herausgefunden haben. Ihr hattet erwähnt, dass zu eurer Forschung auch Schwarzweite-Legenden zählten. Gibt es etwas, das wir wissen sollten? Die meisten Legenden sind abergläubischer Unsinn. Schwarzweite wurde aber angeblich einst von den Dwemer beherrscht. Wenn das stimmt, werden wir ihre Ruinen sehen. Es gab eine Menge Geschichten über Ungeheuer. Blasse, wilde Humanoide, Rieseninsekten. Seid auf der Hut. Ich sollte nicht ohne Kaffee aufnehmen. Ich merke das schon. Schwarzweite, schon wieder. Dieser Ort muss riesig sein, wenn er sich so weit von Ostmarsch bis hierher erstreckt. Ich fasse es nicht, dass Leute hier leben. Noch keine Spur vom Vampirattentäter. Nein, doch all die Beweise, die ihr gefunden habt, deuten darauf hin, dass er hier unten irgendwo ist. Fragen wir die Minenarbeiter, was sie zu sagen haben. Aber seid gegen alles gewappnet. Dieser Ort riecht geradezu nach einem Hinterhalt. Also, wie wollt ihr hiermit umgehen? Teilen wir uns auf. Seht euch um. Stellt ein paar Fragen.
Wenn der Mörder durch diese heruntergekommene Stadt gekommen ist, hat ihn vielleicht jemand gesehen. Ruft, wenn ihr Ärger bekommt. Aber unternehmt ansonsten nichts, bis wir alle wieder zusammen sind. Meint ihr wirklich, wir sollten uns aufteilen? So können wir ein größeres Gebiet abdecken. Und ein einzelner Reisender ist weniger auffällig als eine große Gruppe. Falls einer von uns in Schwierigkeiten gerät, können die anderen zur Rettung eilen. Bleibt einfach in der Nähe der Siedlung. Wir wollen hier unten nicht komplett voneinander getrennt werden. Ja, die Siedlung, die ist irgendwo direkt unter uns. Hallo? Wie oft muss man darauf schießen, dass der das annimmt? Noch mehr Fallen? Haben diese Trottel die Dinger in... Seid vorsichtig. Haben diese Trottel die Dinger in... Seid vorsichtig. Ach, ich liebe diese zusammenhängenden Texte. Wirklich. Sehr schön. Purpurne Nirnwurz haben wir immer gerne. So, die Frage ist, kommen wir da jetzt rüber? Jetzt ist das wieder hinter uns. Wir müssen eigentlich nach oben, ne? Ihr habt so ein aufregender Fall. Ich muss einfach die neuen Febe, Entwicklungen aufschreiben. Wir haben konzentriert euch auf die anstehende Aufgabe, Febe. Dafür ist später Zeit. Wir gehen hier einmal hoch. Es ist ein aufregender Fall, ja, kann man so sagen. Ah, hier hinten ist jemand. Geht und stört jemand anders, Hawker. Wenn ich das hier nicht bis zum Ende meiner Schicht fertig kriege, zieht der Aufseher mir die Hammelbeine lang. Ich suche nach jemandem mit einer Klappe über dem linken Auge. Sehe ich denn wie ein Stadtausrufer aus? Wenn der Aufseher wollte, dass wir aufpassen, hätte er uns kaum die Augen verbunden, als wir herkamen. Ihr hattet die Augen verbunden? Ihr nicht? Bisher waren der Aufseher und seine Frau immer besonders wachsam, wenn es um die Geheimhaltung des genauen Standorts der Mine und der Siedlung ging. Was macht euch so besonders, frage ich mich. Ich suche nur noch einen Mann mit Augenklappe. Nun, ich habe so jemanden nicht gesehen. Jetzt greift euch eine Schaufel und helft mir oder hockert ab. Ich kann es mir nicht leisten, diese Arbeit zu verlieren. Wie kommen wir da jetzt hoch? da. Ihr scheint neu in Dämmerdorf zu sein. So seht ihr nämlich aus. Nun, gewöhnt euch lieber daran. Ihr werdet so lange nicht an die Oberfläche kommen, bis ihr diesen Auftrag beendet habt. Daher könnt ihr es euch genauso gut gemütlich machen. Ihr seid ein Gefangener hier? Ein Gefangener? Nein. Warum solltet ihr das denken? Doch wir haben einen Vertrag unterschrieben. Versprochen, dass wir bleiben würden, bis die Arbeit getan ist. Und dass wir niemals irgendjemandem etwas darüber verraten. Ansonsten ist die Arbeit als angestellter Minenarbeiter des Bitterklinge-Minenkonsortiums durchaus lohnenswert. Habt ihr einen Mann mit Augenklappe durch die Stadt kommen sehen? Könnte ich jetzt nicht behaupten. Und ich habe auch keine Geister oder Monster gesehen, wenn ich so darüber nachdenke. Auch wenn der Rest der Stadt von nichts anderem redet. Jedenfalls, willkommen an Bord und Glück auf. Geister und Monster? Ach, lasst euch nicht von ein paar Gerüchten abschrecken. Minenarbeiter sind ein abergläubisches Völkchen und so tief unter der Erde zu sein, lässt die Sinne verrückt spielen. Falls ihr sonst noch etwas über Dämmerdorf oder die Arbeit für das Bitterklinge-Bergbaukonsortium wissen müsst, so fragt einfach. Ihr habt also hier unten nichts Verdächtiges gesehen oder gehört? Ihr meint diese Tölpel, die hier Geisterfallen aufstellen? Die sind harmlos. Und wenn die abergläubischen Minenarbeiter sich dank ihnen sicherer fühlen, dann ist mir das recht. Elle und Aufseher Ulvar waren immer gerecht und ehrlich zu uns. Elle und Aufseher Ulvar? Elle Bitterklinge. Ihr gehört das Konsortium. Ulvar ist ihr Ehemann und unser Aufseher. Sie haben Dämmerdorf aufgebaut, um ihre Ansprüche zu untermauern. Sie sind geschäftstüchtige Leute, geheimnistuerisch, doch das geht stets damit einher, wenn man eine neue Mine aufbaut. Habt ihr etwaige Orte hier unten gesehen, wo sich Banditen verstecken könnten? Was für eine eigentümliche Frage. Dieser ganze Ort ist wie für Unerwünschte gemacht. Tunnel, versunkene Hügelgräber, Dremerruinen.
jede Menge abgelegene Orte. Doch keine Angst, wir sind die Einzigen hier unten. Alles Vorkehrungen sorgen dafür. Wie wurdet ihr Teil dieser Bergbauunternehmung? Genau wie ihr, schätze ich. Ich habe einen Aushang in einer Taverne gesehen, mit einem Mittelsmann gesprochen, ein paar Papiere unterschrieben und jetzt bin ich hier. Nun, nachdem man mir die Augen verband und mich durch Eis und Schnee um die halbe Welt führte. Die Arbeit ist hart, aber die Löhne sind hervorragend. Och, habe ich mich jetzt erschrocken. Lyris ist schon da. Was für eine Zeitverschwendung. Diese Leute haben keine Ahnung, was hier unten vor sich geht. Ich frage mich, ob Dummheit Teil ihres Arbeitsvertrags war. Habt ihr etwas herausfinden können? Niemand, mit dem ich gesprochen habe, hat einen Mann mit Augenklappe gesehen. Nur weil niemand ihn gesehen hat, heißt das nicht, dass er nicht hier war. Sprechen wir mit Fenn, bevor wir hier alles auf den Kopf stellen. Vielleicht hatte er mehr Glück. Fenorian meinte, er würde uns draußen auf der anderen Seite der Stadt treffen. Genau, schön durch die Schatten schleichen. Geht voran, ich folge euch auf dem Fuße. Das ist aber gar nicht so weit weg. Das ist ja quasi nur den Hügel hier hinauf. Und gefühlt 2 Millionen Treppen. Ach nee, Moment, das war hier... hier so ein Weg, okay. Hier! Also. Moment, ich muss erstmal die Holzreste mitnehmen. Weshalb verstecken wir uns hier? Gerade rechtzeitig. Ich habe den Vampir mit der Augenklappe entdeckt. Er traf eine Zirkelhexe, die ihren Schergen umgehend befahl, Hexendorne um das Gebiet herum aufzustellen. Wie kann man unter der Erde einen Sturm heraufbeschwören? Bei arkanen Phänomenen ist alles möglich. Wenn wir uns beeilen, können wir diesen Gramsturm aufhalten, ehe er irgendwelchen Schaden anrichtet. Ihr und Lyris solltet euch aufteilen. Wir müssen alle Hexendorne zerstören. Was werdet ihr tun, während wir uns um die Hexendorne kümmern? Ich verfolge den Mörder der Königin und die Zirkelhexe. Ihr konzentriert euch darauf, den Gramsturm aufzuhalten. Ich komme danach zu euch und dann stellen wir gemeinsam den Vampir und die Hexe. Wir kümmern uns um die Hexendorne. Bewegung! Ihr nehmt die Ostseite, ich den Westen. Wir treffen uns dann in der Mitte. Okay. Ja. Also eigentlich übernehme ich beide Seiten, so wie es aussieht. So, wo muss man denn genau hin? Wenn man so eine Frage stellt, hat man immer jemanden, der da steht und uns quasi den Weg weiß. Es war aber nicht nett, dass da noch einer kam. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir müssen hier oben, glaube ich, weiter. Das nehmen wir auch noch mit. Es heißt hier übrigens anders, aber es ist im Prinzip das Gleiche, wie ihr sehen könnt. Also zerrissener Stoff ist nichts anderes als in meinem Fall jetzt Ahnenseide. Immer natürlich abhängig von eurer Stufe. So, wo ist er jetzt? Das können wir nicht liegen lassen, weil, wie gesagt, das ist wie Ahnenseide. Komme ich hier durch? Ja, komme ich. Sehr schön. Ihr habt den Gramsturm aufgehalten, bevor er auch nur aufziehen konnte. Nun gilt es den... Gut gemacht, meine Freundin. Ehe die Hexe ihr Ritual auch nur beginnen konnte, habe ich die Magiker verschwinden sehen, wie die Flamme einer ausgepusteten Kerze. Die Hexe und der Vampirattentäter sind nach Kargentams geflohen. Eine Dwemer-Ruine. Wir können uns dort um sie kümmern. Wir sollten erst einmal Lyris finden. Die Zeit drängt. Ihr geht zur Ruine. Ich suche Lyris und wir treffen uns dann dort. Sie liegt südöstlich von Dämmerdorf. Falls ihr vor uns ankommt, geht hinein und bewacht den Eingang, bis wir eintreffen. In Ordnung, wir treffen uns in der Dwemer-Ruine. Hier unten ist. Dann würde ich sagen, wir schneiden das jetzt nicht raus, weil ich sehe, dass das doch recht schnell geht. Und ihr vielleicht wissen möchtet, wie er da hinkommt, weil hier wäre ich jetzt sonst nicht rumgelaufen. Düsterpirscher Dorf.
einmal komplett hier durch. Und am anderen Ende hier rum finden wir dann die Ruine. Ja. Okay, mit dem müssen wir jetzt mal kurz kämpfen, weil die direkt vorm Eingang stehen. Natürlich, du bist natürlich derjenige, der uns dann Loot gibt. War ja klar. Findet den Mörder der Königin. Ich war jetzt gerade am Gucken, aber das Verlies ist gar nicht so groß. Ich spüre, dass hier noch andere Vampire sind. Das ist irgendwie logisch. Ramon, Holde. Sie können nicht durch das Ritual entstanden sein, das wir aufgehalten haben. Man muss sie von einem anderen Ort hierher gebracht haben. Das kann sein. Hallöchen. Gebt ihr die Jagd denn niemals auf? Ich habe euch lange genug aufgehalten. Schwester Tara wird die Exarchen wiederbeleben. Oh, ernsthaft jetzt? Irgendwas mit, wir müssen die Schwester finden, hat er gerade gesagt. Da müssen wir rum. Ich wollte gerade sagen, es wäre nett, wenn ihr euch darum kümmern würdet. Ich habe keine Zeit, ich muss nämlich gleich los. Kann ich den Durchgang nicht benutzen? Zingales. Der Aschefürst. Wohin habt ihr mich gebracht? Also werden wir noch einmal leben, Ulfra. Ich lebe wieder? Wie? Dank dem Eiskapp-Zirkel für dieses Wunder, Werwolf. Und mein Rezepten, Hexe. Ich wollte nicht respektlos wirken, Exarch Zingales. Wir werden beobachtet, Bruder. Das nächste Mal, Tarda, wird der Aschefürst erwarten, dass mehr als ein Reliquiar wiederhergestellt wird. Jetzt kümmert euch um die Eindringlinge, sonst werfe ich euch den Gramunholden vor. Kommt heraus, kleines Gever. Kommt und spielt mit Schwester Tarda. Nö, ich bring dich lieber um. Aber ich muss hier mal eben, damit das jetzt nicht gleich losgeht, mal eben meine Erinnerungen für heute ausschalten. Nicht, dass die jetzt mit einem Kampf losgeht, weil dann hören wir die ganze Zeit nur noch meinen Wecker im Hintergrund. So, die Schwester, wo ist sie denn? Da. Wart ihr es, die meine lieben Schwestern getötet hat? Unsere Rache wird euch bis ins Grab verfolgen. Kann man wieder nicht angreifen. Oh, das ist so langweilig. Mann. Ja, wen muss ich denn jetzt hier töten? Komm schon. Nerv mich nicht. Eine Hexe für den Scheiterhaufen. Setzen wir den anderen beiden nach. Wie den anderen beiden? Achso, ich wollte gerade sagen, das waren noch keine Hexen. So, wo sind sie denn?
dass die immer so weit wegstehen müssen. Man ist gerade zusammen rausgekommen und dann stehen sie irgendwie kilometerweit entfernt. Verdammt, sie sind uns entwischt. Überraschung. Ihr habt es auch gesehen, oder? Die Werwölfin hat die Statue abgestreift wie eine Schlange die Haut. War sie die ganze Zeit in dieser Steinhülle und hat nur darauf gewartet, geweckt zu werden? Oder hat das Ritual sie irgendwie in dieses Gefäß hineinbeschworen? Es gibt vieles, was ich immer noch nicht verstehe. Was glaubt ihr, hat Schwester Tada da drin gemacht? Sie hat offensichtlich ein Ritual durchgeführt. Erinnert ihr euch an den Altar in Kilkreath? Wir haben die Urne, das Reliquiar und Scherben von einem größeren Steingefäß gefunden. Ich glaube, es waren die Überreste einer dieser Steinhöhlen. Ich bin mir nicht sicher, wie genau, doch das hat alles mit den Gramstürmen zu tun. In welcher Verbindung stehen die Steinhöhlen zu den Gramstürmen? Ich dachte, das Ziel der Gramstürme wäre, Gramunholde zu erschaffen. Doch inzwischen glaube ich, dass sie nur ein Nebenerzeugnis sind. Der Sturm hat irgendwie Energie gesammelt, mit der die Hexe dann Ulfra, die Werwölfin, beschworen hat. Ulfra scheint zu denken, dass sie wieder zum Leben erweckt wurde. Wieder zum Leben erweckt? Ist das überhaupt möglich? Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass alles möglich ist, wenn Magie im Spiel ist. Ich werde mich mit Lyris umsehen und dann zur alten Jolin zurückkehren, um die Untersuchung der Rückstände an den Hexendornen abzuschließen. Vielleicht hilft mir das, die Wirkungsweise des Rituals zu verstehen. Ihr könnt das Ritual tatsächlich entschlüsseln, indem ihr die Rückstände untersucht? Theoretisch. Mit meinem Wissen in Sachen Alchemie und dem Verständnis der alten Jolin für Rake-Magie sollten wir gemeinsam in der Lage dazu sein, etwas Näheres herauszufinden, sobald wir wissen, welche Komponenten in dem Ritual zum Einsatz kamen. Wir haben gehört, wie sie Exarchen und dem Aschefürsten erwähnte. Was bedeutet das, eurer Meinung nach? Ich weiß nichts von einem Aschefürsten, aber Exarch? Dieser Begriff ist mir schon bei dem Zwischenfall am Massengrab in Bankorei untergekommen. Es ist ein Rang aus einer uralten Armee. Ihre Mitglieder wurden in diesem ungeweihten Boden begraben und ihre sterblichen Überreste hierher geschmuggelt. Welche uralte Armee? Die Graue Schar. Das war eine Armee aus Vampiren und Werwölfen, die während der ersten Ära in Hammerfall wütete. Es gibt nicht mehr viele Aufzeichnungen über sie und selbst die Grabstätte war ein gut gehütetes Geheimnis. Exarch war ein Rang, schätze ich, so wie General. Meint ihr, jemand versucht, die Graue Schar wieder zum Leben zu erwecken? Ich weiß es nicht. Doch das ist der Eindruck, den ich nach dem Gespräch der Hexe mit den Exarchen hatte. Ich wünschte allerdings, wir wüssten mehr über diesen Zingales und diese Ulfra und diesen Aschefürsten. Deshalb will ich auch die Ritualstätte untersuchen. Verdammt, der Vampir und der Werwolf sind lange weg. Sie nannten sich Zingales und Ulfra. Und sie hatten ungewöhnliche Ränge oder Titel. Exarch. Ich frage mich, was das heißt. Sie haben auch einen Aschefürsten erwähnt. Ja, hatte ich gehört. Aber keine Ahnung, wer oder was das ist. Vielleicht wird Fenn aus dem, was wir hier unten gesehen haben, schlau. In der Zwischenzeit gehe ich wieder rein. Ich will mir diese Steinhüllen näher ansehen, die da zurückgelassen wurden. Was soll ich eurer Meinung nach tun? Während Fenn und ich diese Ritualstätte näher untersuchen, solltet ihr nach Einsamkeit zurückkehren und Svana darüber in Kenntnis setzen, dass der Mörder ihrer Mutter tot ist. Sie wird das wissen wollen. Mehr noch, sie hat es verdient, das zu wissen. Ich werde Svana die Neuigkeiten überbringen. Ich habe Svana im einsamen Troll zurückgelassen, unter der Obhut des betrunkenen Orks Mauk. Sofern er meine ziemlich strikten Warnungen nicht ignoriert hat, sollte er dafür sorgen, dass die Prinzessin dort bleibt. Ich treffe euch in der Stadt, sobald wir hier fertig sind. Was hofft ihr an der Ritualstätte zu finden? Etwas, was uns mehr darüber verrät, was der Zirkel und seine Verbündeten erreichen wollten. Vielleicht etwas über diesen Aschefürsten. Ich würde mich sogar mit einem Hinweis zufrieden geben, der auf andere Festungen hier unten verweist. Wir brauchen mehr, um weiterzumachen. Warum habt ihr Svana im einsamen Troll gelassen? Weil ich der Sicherheit im Palast nicht traue. Vampir oder nicht, der Attentäter ist viel zu leicht so dicht an die Königin herangekommen. Außerdem fühlt sich Svana in der Taverne wohl.
Ich dachte mir, sie braucht etwas Vertrautes, nachdem sie ihre Mutter sterben sah. Ja, und wie immer hat Lyris da nicht ganz unrecht. Ja, an dieser Stelle machen wir dann allerdings mal einen kleinen Cut und wir werden uns dann in der nächsten Folge im alten Troll, glaube ich, war es, also in der Taverne auf jeden Fall wiedersehen. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.